Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen, Herr Stoch, beim Wahltalk, den die Landeszentrale für politische Bildung und die Badische Zeitung heute gemeinsam veranstalten. Wir haben das Glück, dass wir zum Auftakt dieses außergewöhnlichen Wahljahres und zum Auftakt des Wahlkampfes alle Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen in Baden-Württemberg hier zum Gespräch, zur virtuellen Diskussion haben. Und jetzt freuen wir uns über den Spitzenkandidaten der SPD, Herrn Stoch. Herr Stoch, Sie sind in der Landespolitik wahrlich auch kein Unbekannter. Von daher würde sich die Vorstellung fast erübrigen. Ich tue es trotzdem der Vollständigkeit halber. Sie sind 51 Jahre alt, Jurist, haben nicht in Freiburg studiert. Das ist natürlich ganz schlecht hier für die Leserinnen und Leser der Badischen Zeitung. Auch erstaunlich, weil bei fast allen irgendwie Freiburg vorkommt. Aber es soll auch andere Unis geben, die sehr gut sind, ihre Heidelberg und Tübingen, glaube ich. Ja, Genau. Sie sind im Landtag seit 2009. Sie waren eine Wahlperiode lang oder fast eine Wahlperiode lang Kultusminister des Südweststaates. Sie sind aktuell Landesvorsitzender Ihrer Partei und eben auch der Spitzenkandidat und jetzt hier bei uns. Sie sind aber auch vierfacher Vater. Deswegen einfach zum Einstieg die Frage, wie kommen Sie persönlich in Ihrer Familie mit dem Lockdown zurecht? Wie geht es Ihren Kindern? Was machen Sie als Familie in dieser Situation ganz konkret? Ja, lieber Herr Fricker, lieber Herr Professor Wehner, meine Damen und Herren, ich bin tatsächlich auch ein normaler Mensch, wie wir alle, die in der Politik sind. Und die normalen Menschen sind seit März letzten Jahres, glaube ich, sehr gebeutelt. Ich kann sagen, unsere vier Kinder, zwei davon studieren bereits, zwei sind noch in der Schule, sind natürlich unmittelbar auch betroffen. Für meine zwei Studenten heißt es seither Online-Vorlesungen. Das heißt, das normale studentische Leben, der Austausch mit den Mitstudierenden fällt weg. Vieles von zu Hause aus. Das heißt schon mal eine sehr starke Einschränkung der sozialen Kontakte. Und bei den zwei Jüngeren, ich sage es mal ganz kokett, die haben am Anfang letztes Jahr im März, 3 Wochen vor den Osterferien, das als vorgezogene Osterferien betrachtet, sind wir mal ehrlich. Aber es hat sich natürlich dann schon gezeigt, dass es einige Zeit gedauert hat, bis die wieder in so eine Art Schulrhythmus gekommen sind. Und für meine Kleine, die ist jetzt, na, klein darf ich nicht sagen, die ist 15, aber da hieß es von Mitte März bis Ende Juli 2 Wochen Präsenzunterricht in der Schule. Und ich muss sagen, ich habe damals schon gesagt, sowas darf uns nicht wieder passieren, weil viele Familien sind dadurch überfordert und an der Belastungsgrenze. Und ich habe deswegen immer gewarnt, dass wenn wir nicht vorsichtig sind, passiert uns das wieder. Und jetzt haben wir ja die Situation wieder. Ja. Meine zwei sind heute Morgen mit Online-Unterricht beschäftigt gewesen. Da sind wir schon im Grunde beim großen und harten Hauptthema. Es war ja früher auch eigentlich guter Brauch, wie ich finde, dass Politiker, die auch ein Amt hatten, sich zur Politik des Nachfolgers, der Nachfolgerin nicht direkt geäußert haben. Könnte man sagen, Sie als frühere Kultusminister sollten sich da zurückhalten. Geht das in dieser Situation und wollen Sie das eher nicht? Ach, wissen Sie, ich habe mich da eigentlich sehr stark dran gehalten und habe die ersten 3, ja fast 4 Jahre im Landtag zu Bildungspolitik nichts gesagt, weil ich das beherzigen wollte, weil das sieht auch immer so aus, als ob einer ums Eck kommt, der sagt, ich weiß es aber besser. Ja, also das wirkt nicht sehr souverän. Aber ich sage Ihnen, in meiner Rolle, die ich jetzt habe als Landes- und Fraktionsvorsitzender und noch dazu als Spitzenkandidat, kann ich ja nicht so tun, als ob es Bildungspolitik nicht gäbe. Und wenn Frau Eisenmann, die ja Spitzenkandidatin der CDU ist, jetzt Kultusministerin ist, ich könnte da jetzt nicht nichts dazu sagen. Die Menschen kommen zu mir, fragen mich, wie würdest du das machen? Und aus meiner Sicht läuft da im Moment sehr vieles falsch. Und deswegen äußere ich mich dazu auch, weil ich denke, es geht viel besser, als es im Moment läuft. Und deswegen glaube ich, ist es schon legitim, auch in meiner Funktion als Spitzenkandidat, dass ich mich auch zu Bildungspolitik äußere. Ja. Was konkret läuft falsch? Was werfen Sie der Regierung oder der Kultusministerin vor? Also
Seit Beginn der Legislatur habe ich von ganz vielen am Schulleben Beteiligten gehört, dass sich Frau Eisenmann eigentlich viel zu wenig mit den Beteiligten selbst unterhält, also mit den Schulen, den Schulleitern, den Eltern, den Schülerinnen und Schülern. Ich habe von vielen die Mitteilung bekommen, das war schon weit vor Corona, man spricht nicht mit uns. Und bis hin ins Kultusministerium hinein war die Botschaft, dass Frau Eisenmann eigentlich nicht sehr interessiert ist an einem Austausch. Und das hat sich durch Corona aus meiner Sicht noch verschlimmert. Und nicht, ist ja kein Zufall, dass im Juni im ganzen Land Elternbeiräte zum Protest gegen Frau Eisenmann aufgerufen haben, weil Frau Eisenmann hat ja nicht mal den Landeselternbeirat sozusagen gehört. Und das ist so ein Grundproblem, glaube ich, in der aktuellen Politik. In einer Krise kann ich niemandem vorwerfen, dass er nicht zu Beginn der Krise fertige Rezepte dafür hat. Ich glaube, das konnte niemand für Corona haben. Aber wir sind halt jetzt schon ein Dreivierteljahr weiter. Und dann nicht mit den Betroffenen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, Lehrer, Eltern, Schüler an einen Tisch zu holen, wie es in anderen Ländern passiert, einen runden Tisch zu machen, das halte ich schon für einen bedenkenswerten Zustand. Und ich glaube, das ist dringend notwendig, dass man jetzt die Betroffenen mit an den Tisch holt. Das ist ein Grundproblem in der Politik von Frau Eisenmann in meiner Wahrnehmung. Ja, jetzt haben Sie natürlich in Ihrem Wahlprogramm sozusagen, wir haben vorher auch schon Frau Miro von den Linken kennengelernt, sehr viele politische Forderungen, Wunschkonzert Schule, könnte ich jetzt das Ganze provokativ übertiteln, Ganztagesschule, Gemeinschaftsschule, G9, Zwei-Pädagogen-Prinzip in der Inklusion, das kostet ja eine Menge Geld und die Verschuldung des Landes ist uns ja allen im Bewusstsein. Ja, aber da zitiere ich gerne einen früheren amerikanischen Präsidenten. Der hat nämlich mal gesagt, es gibt nur eine Sache, die teurer ist als Bildung. Und es ist keine Bildung. Und die Bildungsausgaben sind, das ist meine Überzeugung, die wichtigste Zukunftsinvestition, die wir in unserer Politik, in der gestaltenden Rolle von Politik investieren müssen. Und das, was Sie gerade vorgelesen haben, Herr Professor Wehner, mit Verlaub, das sind ja Dinge, die sind schon eingeleitet worden. Also der Wandel hin zu mehr Ganztagsschulen, das ist ja etwas, was in Baden-Württemberg erst sehr spät kam, weil es die CDU über Jahrzehnte nicht wollte politisch. Und wir haben das damals in der grün-roten Regierung ja damals erstmals ins Schulgesetz gebracht. Auch die Einführung der Gemeinschaftsschulen. Das ist ja nur ein Eingeständnis, dass der Umgang mit Heterogenität, also der Unterschiedlichkeit von Schülerinnen und Schülern, eigentlich heute Teil der pädagogischen Praxis ist. Und deswegen sind viele der Punkte, die Sie angesprochen haben, aus meiner Sicht kein Wunschkonzert, sondern das ist Realität an unseren Schulen und wir müssen unsere Schulen deutlich verstärken. Wir müssen auch mehr Personal in die Schulen bringen, weil das, was wir vor 10 Jahren noch dachten, dass die Schülerzahlen eklatant zurückgehen, das war ja Grundlage der damaligen Pläne, das hat sich nicht bewahrheitet. Wir wachsen als Bundesland und wir brauchen gute Zukunftschancen. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch in einer solchen Krise, das Geld darf nicht das Argument gegen mehr Bildungschancen von Kindern sein. Herr Stoch, die Digitalisierung der Schulen ist ja auch immer wieder Thema und man wundert sich, warum jetzt da in den vergangenen Monaten nichts oder wenig vorangegangen ist. Aber man kann natürlich auch sagen, es hätte in Ihrer Amtszeit da schon mehr passieren müssen. Werfen Sie sich da im Nachhinein selber Versäumnisse vor? Hat man das unterschätzt, dieses Thema früher? Also ich sage es mal so, das Thema Digitalisierung ist nicht erst vor 5 Jahren, aber es ist auch nicht erst vor 8 Jahren. Ich bin 2013 ins Amt gekommen, vom Himmel gefallen. Man hat in Deutschland ein grundsätzliches Problem beim Thema Digitalisierung. Die Infrastruktur reicht hinten und vorne nicht. Das merken wir ja an vielen Städten, wo Menschen ein Problem haben, über eine vernünftige Datenleitung zu verfügen. Und dieser Zustand herrscht auch an den Schulen. Jetzt, wenn man Bildungspolitik macht, dann weiß man, wie schwergängig ein solcher Riesenkoloss ist mit fast 120.000 Beschäftigten und fast 1,5 Millionen Schülern. Es ist so, dass wir in dem Bereich damals erste Schritte oder wichtige Schritte unternommen haben. Ich habe zum Beispiel an Berufsschulen ein Tablet-Projekt ins Leben gerufen. Wir haben in der Lehrerausbildung Theresia Bauer als Wissenschaftsministerin und ich damals verankert, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer in seiner Ausbildung sich mit Digitalisierung ganz konkret beschäftigen muss. Aber bis das dann in der Bildung ankommt, das dauert. Und wir sehen doch jetzt in der jetzigen Situation, dass vieles gerade auch in den letzten Jahren zu langsam ging und auch liegen blieb. Dieses Thema der Bildungsplattform. Nehmen Sie mal das. Das Thema der Bildungsplattform steht ja nicht erst seit gestern auf der Agenda. 2016, als ich das Amt an Frau Eisenmann übergeben habe, war klar, wir brauchen eine Bildungsplattform in Baden-Württemberg. Und wir hatten damals geplant, in 1,5 bis 2 Jahren muss sowas für die Schulen zur Verfügung stellen.
Tatsächlich hat Frau Eisenmann dieses Projekt ein Jahr lang liegen lassen und dann hat sie es so auf die Schiene gesetzt, dass es krachend gescheitert ist. Und wenn die Schulen heute über eine funktionierende Bildungsplattform verfügen würden, dann wären wir an der Stelle schon viel weiter, als wir es tatsächlich sind. Niemand sollte sich in der Politik irgendwie von Schuld freisprechen, aber ich sehe da tatsächlich die wichtigsten Versäumnisse in den letzten 5 Jahren hier in Baden-Württemberg, dass wir einen deutlichen Rückstand zum europäischen Ausland haben. Jetzt hat ja auch der Bund anmoniert, dass gerade im Bereich der Digitalisierung mehr Mitspracherechte in der Bildungspolitik gefordert sind. Herr Kretschmann hat vorher noch mal leidenschaftlich ein Föderalismus-Plädoyer gehalten. Ist die SPD da zentralistischer aufgestellt? Ich glaube, die Menschen in diesem Land können mit den Begriffen Zentralismus und Föderalismus gar nicht so viel anfangen. Das sind für die abstrakte Diskussionen. Die Fragen, funktionieren unsere Schulen? Und das Geld, das wir in Digitalisierung in den letzten Jahren nicht investiert haben, und dafür ist nicht der Bund zuständig, das muss man einfach wissen, sondern sind die Länder zuständig, dieses Geld hat gefehlt. Und dass der Bund jetzt diesen Digitalpakt auflegt, das ist ja ganz stark auch der Druck der SPD gewesen in der Bundesregierung, das halte ich grundsätzlich mal für gut, weil wichtige Investitionsprojekte schaffen die Länder allein nicht und schaffen auch die Kommunen allein nicht. Ich glaube, wir brauchen den Bund, der ja ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat, um bestimmte Prozesse auch in Gang zu bringen. Und deswegen halte ich die Diskussion, die der Herr Kretschmann da immer hochzieht, nämlich mit dem Föderalismus, für völlig überzogen. Die Frage, dass die Länder für Bildung zuständig sind, wird aus meiner Sicht nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Bund den Ländern und den Kommunen Geld für Computer gibt und Geld für Datenleitungen gibt. Wenn wir über die pädagogische Inhalte reden, das ist ja der Sinn und Inhalt und auch der Kern der Bildungskompetenz, dann gilt das, was im Grundgesetz steht, dass die Länder für Bildung zuständig sind. Aber aus meiner Sicht halte ich es für grob fahrlässig, das Geld des Bundes sozusagen mit Händen und Füßen abzuwehren. Das hat der Kretschmann ja im Landtag auch wortreich getan. Aus meiner Sicht hat er da aufs falsche Pferd gesetzt. Wir brauchen jetzt schnell Lösungen und brauchen keinen theoretischen Föderalismusstreit. Aber es gilt ja auch der Satz, wer zahlt, schafft an. Glauben Sie, Sie können permanent die Hand aufhalten in Richtung Bund, aber selber inhaltlich immer das letzte Wort haben? Ich kenne den Spruch auch, dass der anschafft, der zahlt. Aber ich sage Ihnen eines, der Erfolg der 16 Kultuspolitiken der Länder ist der Erfolg der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen hat der Bund ein originäres Interesse daran, dass die Bildung in den Ländern gut funktioniert. Und gerade am Beispiel der Digitalisierung war es doch so, da ging es um die Definition, wofür wird das Geld verwendet. Und dann gab es einen Streit im Bundestag, ob davon auch zum Beispiel Lehrerfortbildung finanziert werden darf. Da wäre der Sprung in diesen, ich sage jetzt mal, Kompetenzbereich der Länder deutlicher gewesen. Da haben wir im Landtag als SPD ganz klar gesagt, das geht uns einen Schritt zu weit. Digitale Ausstattung ja, Leitungen ja, aber wenn es um die digitalen Inhalte, wenn es um die pädagogischen Inhalte geht, dann sollte der Bund da tunlichst die Finger weglassen. Und es wurde dann auch so beschlossen. Und deswegen, wie gesagt, ich bin Föderalist, aber ich bin kein ängstlicher Föderalist. Und das unterscheidet mich vielleicht von Herrn Kretschmann. Okay. Sie haben gerade gesagt, es muss funktionieren. Es ist wichtiger als Föderalismus oder eine nationale Strategie. Es muss funktionieren, gilt ja auch für die Impfstrategie, die angelaufen ist, aber vielleicht etwas langsamer, als sich mancher erhofft hat. Und jetzt Ihre Partei heftig gegen den Gesundheitsminister zu Felde gezogen ist mit Briefen. Das klang nach Opposition in der Regierung. Spielt die SPD jetzt da eine nationale Karte statt eine europäische? Und wie verträgt sich das mit der Position der Landes-SPD, die ich immer als proeuropäisch wahrgenommen habe? Also ich sehe in der im Verhalten der SPD im Bund keine nationale Karte. Wir haben uns als SPD, das haben wir im Bund und auch wir im Land getan, ich habe es letzte Woche im Landtag auch ausdrücklich nochmal gesagt, für diese europäische Beschaffungsstrategie ausgesprochen. Aber, und da muss man eben auch als Amtsinhaber sich Fragen gefallen lassen, und Herr Spahn ist Gesundheitsminister, dann müssen wir schon auch fragen, warum andere europäische Länder teilweise weiter sind. Und wenn zum Beispiel die Aussage aufkommt, dass Deutschland zusätzlicher Impfstoff angeboten worden ist, dann ist es, glaube ich, legitim, dass ein Partner in der Bundesregierung wie die SPD dann auch den Gesundheitsminister Spahn danach fragt, wie er das sieht, ob es nicht tatsächlich größere Mengen an Impfstoff gegeben hätte,
Allerdings, und das hat die SPD im Bund auch sehr deutlich gemacht, wir kritisieren nicht grundsätzlich die europäische Beschaffungsstrategie, aber, und das sehen Sie ja jetzt auch, wenn Sie die Zahlen anschauen, wir haben nun mal deutlich geringere Zahlen, was das Impfen angeht, im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien, die ja bis vor wenigen Tagen noch Mitglied der Europäischen Union waren. Auch aber weniger nur noch auf dem Papier. Dänemark. Ja, ja, klar, sicher. Aber die Frage ist ja tatsächlich, warum schaffen es andere schneller? Und die Frage muss man doch stellen. Die Leute bei uns im Land fragen doch, wie lange muss ich diesen Lockdown noch aushalten oder wann habe ich die Perspektive, dass diese Impfung funktioniert? Das Impfen ist ungemein wichtig für die Zukunft unseres Landes. Und bei so einer ungemein wichtigen Frage muss sich ein Amtsinhaber auch kritische Fragen stellen lassen. Und wenn er darauf gute Antworten hat, dann ist doch alles wunderbar. Wenn er darauf keine guten Antworten hat, dann haben wir ein Problem miteinander. Herr Schoch, die Frage ist, ob das der Vizekanzler nicht in jedem regulären Treffen seit Monaten hätte machen können, ob man dazu einen Brief braucht, der dann über die Boulevardpresse und dann über alle anderen Medien sozusagen gespielt wird, dann ist es doch Wahlkampf. Ja, das, also natürlich, dreiviertel Jahr vor der Bundestagswahl sagen alle, das ist Wahlkampf. Ich sage Ihnen, wenn wir in der Bundesregierung als SPD zu brav sind, dann heißt es immer, die SPD verrät ihre Ziele oder ihre Werte. Wenn die SPD mal Stacheln zeigt, dann sind wir zu streng. Ich sage Ihnen, die CDU schreibt hier im Land an den Ministerpräsidenten Briefe, was die Corona-Verordnung angeht. Das könnte man auch auf anderen Wege lösen. Ja, es ist tatsächlich so, dass man das anders machen könnte. Ich würde es vielleicht auch anders machen, aber das ist doch gar nicht der Punkt. Entscheidend ist, dass wir das Thema Impfen jetzt auf die Strecke kriegen. Und wenn die SPD da der CDU ein bisschen die Sporen gibt, dann schadet es doch niemandem. Okay. Ja, ergänzend dazu kommt aus dem Chat vielleicht noch eine Nachfrage, die ich gerne noch einspeisen will. Ist denn eine so große Menge an Impfstoff sinnvoll, wenn man noch gar nicht weiß, wer sich überhaupt impfen lassen will? Die haben doch begrenzte Wirkzeiten. Ja, also sagen wir mal so, diese Impfstoffe werden ja nicht alle auf einmal lieferbar sein und auch nicht auf einmal produziert. Das heißt, was die Wirksamkeit angeht, wir werden in den nächsten Monaten, glaube ich, häufiger haben, dass wir auf mehr Impfstoff warten. Ich schätze auch, dass mehr Menschen sich für das Impfen entscheiden, als vielleicht heute noch das bekunden in Umfragen. Wir haben für Deutschland, das ist die Zahl, die ich kenne, knapp über 140 Millionen Dosen bestellt. 140 Millionen, wenn Sie das rechnen, dass es jeder zweimal geimpft werden soll, dann geht diese Erwerbsstrategie schon davon aus, dass sich möglicherweise nicht alle impfen lassen. Aber diese 140 sind ja das, was jetzt mal bestellt ist. Da kann man ja auch über Nachlieferungen oder Nachbestellungen sicherlich noch reden. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, anzunehmen, dass sich der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland auch impfen lässt. Weil man impft sich ja oder lässt sich ja nicht nur wegen seines eigenen Schicksals und der eigenen Gesundheit impfen, sondern, also wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich impfen, dann würde ich sofort sagen, ja. Weil ich auch für die Menschen, die um mich rum sind, in meinem Umfeld, ältere Menschen, vorerkrankte Menschen, ich kein Sicherheitsrisiko sein will. Und deswegen glaube ich, dass dieses Impfen tatsächlich eine größere positive Resonanz kriegen wird, wenn diese Impfwelle erstmal tatsächlich angefangen hat. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass wir da jetzt schnell vorwärts kommen. Danke. Herr Stoch, bei der vergangenen Landtagswahl, da ist die damalige Regierungspartei bei, ich glaube, 12,7% gelandet. Und das war, das kann man, glaube ich, nicht beschönigen, ziemlich verheerend. Aber eine Erklärung war, Sie haben in der Koalition mit den Grünen, mit dem sehr populären Ministerpräsidenten einfach keine Schnitte gemacht und sich nicht profilieren können. Jetzt sind Sie aber eine ganze Wahlperiode in der Opposition. Und in Umfragen liegen Sie nicht bei 12,7, sondern tendenziell deutlich darunter. Was ist da schiefgelaufen? Ja, also wenn wir über Umfragen reden, ich fange mal bei 2016 an. Ich weiß, jeder Politiker sagt, er mag keine Umfragen. Nein. Die Umfragen sind richtige Gradmesser. Die dürfen nicht vermuten, was in meinem Kopf vorgeht und was gleich aus meinem Mund rauskommt. Das würde ich nie sagen. Ich halte Umfragen für einen wichtigen Gradmesser, weil sie sind Momentaufnahmen für den Moment, wo die Umfrage gemacht wird bei einer gewissen Zahl von Menschen. 12,7% aus der Regierung heraus, sage ich Ihnen, das ist außergewöhnlich frustrierend gewesen, weil in der Zeit der Regierung mit den Grünen haben wir im Land gemeinsam viel auf den Weg gebracht. Und wenn Sie damals im Jahr 2015, 16 sich die Bewertungen auch der Minister angeschaut haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass die SPD-Minister dort sehr, sehr ordentlich bewertet worden sind, was ihre Regierungsarbeit angeht. Aber wir erinnern uns zurück, damals im Herbst 2015, das Thema Flüchtlinge kam auf.
im Jahreswechsel Ereignisse in Köln. Sie wissen, was da für ein Stimmungsumschwung war. Und damals, das muss man ganz klar sagen, hat uns auch als SPD die extreme Popularität von Ministerpräsident Kretschmann geschadet. Ministerpräsident Kretschmann hat im Prinzip alle grün-roten, ich sage mal Mitte-Links-Wähler auf sich gezogen. Und das waren zwei Effekte, die die SPD damals ausgesaugt haben. Und jetzt sind wir aus der Regierung raus. Und jetzt wissen Sie, Herr Fricker, genauso wie ich, dass Landespolitik ganz selten ein Politikbereich ist, der von den Menschen so stark wahrgenommen wird, vor allem was die Personen angeht. Das ist fast nur die Person des Ministerpräsidenten. Wenn wir uns das Wahlrecht in Baden-Württemberg angucken, dann hat es die CDU ja so mit diesem Einstimmenwahlrecht hingebastelt, weil sie damit als langjährige, jahrzehntelange Ministerpräsidentenpartei so ein bisschen eine Garantie fürs Weiterregieren hatte. Und Kretschmann lebt immer noch von seiner Popularität. Ich sage mal, die er wesentlich in den Jahren 2011 bis 2016 in unserer gemeinsamen Regierungszeit aufgebaut hat. Seit 2016 kommt doch immer mal wieder auch zum Vorschein, dass Kretschmann ein großes Problem hat, diese Spannbreite zwischen Grünen und CDU irgendwie noch zusammen zu harmonisieren. Und ich glaube deswegen, dass wir als SPD immer noch natürlich in den Umfragewerten unter dem sehr populären Ministerpräsidenten leiden. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, der Bund gibt uns auch gerade nicht Rückenwind. Ja, wenn man die Umfragewerte der SPD im Bund anschaut, dann ist es ja nicht so, dass uns das jetzt irgendwie über die 20% im Land tragen würde. Und deswegen, wir sind im Moment tatsächlich in einer defensiven Position. Aber ich sage es ganz klar, die Zielrichtung Richtung nächste Landtagswahl ist, dass wir wieder eine Regierung in Baden-Württemberg haben, die die Probleme aktiv anpackt. Und aus meiner Sicht funktioniert das nur, wenn die Frage nach dem Regierungspartner von Kretschmann, weil aus meiner Sicht wird er Ministerpräsident bleiben, wenn die Frage neu beantwortet wird und wir als SPD glauben, der richtige Innovationsmotor dann auch für die Grünen in einer gemeinsamen Landesregierung sein zu können. Aber für Grün-Rot reicht es ja im Moment noch nicht, wenn man die letzten Umfragen dann doch wieder zitiert. Das heißt, sind Sie offen für eine Ampelkoalition oder eben auch für eine Rot-Rot-Grün-Koalition, sollte die Linke es in den Landtag schaffen? Ja, also Herr Professor Wehner, Sie wissen, da kommt jetzt der Standardspruch. Das ist wirklich der Standardspruch. Man sollte nicht vor der Wahl über das danach spekulieren. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass die Geschichten werden in allen Zeitungen geschrieben und die Leute fragen auch danach. Ich sage Ihnen, ich habe Grün-Rot bei weitem nicht abgeschrieben. Vor Corona gab es eine grün-rote Mehrheit, auch in den Umfragen. Und die ist dann erst nach Corona, und zwar durch den positiven Bundestrend bei der CDU, ein Stück weit wieder verschwunden. Und da sind wir jetzt auch nicht so weit weg. Grüne und SPD haben gerade 45 in den Umfragen zusammengerechnet und die anderen drei hätten 48. Das heißt, wenn Sie da 1,5 Prozentpunkte als Swing rechnen, wenn Sie 1,5 Prozentpunkte andersrum entscheiden, kann Grün-Rot realistisch sein. Deswegen ist es meine Option 1, wenn Sie so wollen. Aber, und ich sage es ganz deutlich, nochmal 5 Jahre grün-schwarz wären für Baden-Württemberg verlorene Jahre. Das haben die letzten 5 Jahre aus meiner Sicht gezeigt. Das war eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und deswegen stehen wir grundsätzlich auch für ein anderes Regierungsbündnis, ein Dreierbündnis zur Verfügung. Ich glaube, auch die FDP positioniert sich zu einer Ampel inzwischen anders. Das heißt, es ist auch eine Machtoption. Zu Ihrer Frage, was mit Rot-Rot-Grün ist oder Grün-Rot-Rot. Ich sehe in Baden-Württemberg ehrlicherweise die Linke nicht im Landtag. Und auch die Umfragen geben das im Moment nicht her. Und deswegen ist es wirklich eine Chimäre, über die man hier reden würde. Und ich glaube auch nicht, dass Ministerpräsident Kretschmann, ich sage es Ihnen hier an dieser Stelle ganz offen, zu so etwas bereit wäre. Sein Vermächtnis ist ja eigentlich, politisches Vermächtnis ist ja eigentlich eher ein anderes. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir darüber nicht spekulieren. Aber ich halte Grün-Rot für möglich. Ich halte aber auch für eine Ampel nicht aus der Welt. Wären Sie denn bereit zu einer theoretischen Koalition mit der Linkspartei? Frau Miro hat bei uns hier vorher eine ganze Latte aufgezählt, was alles an kostenträchtigen Maßnahmen gemacht wird. Und unser Eindruck war, wenn das alles realisiert würde, dann würde hier Baden-Württemberg finanziell wahrscheinlich in die Knie gehen. Das müssen Sie die Frau Miro fragen, wenn Sie sie fragen, was das alles kostet. Wir haben gefragt, ob Sie mit denen überhaupt inhaltlich was anfangen könnten. Also sagen wir mal so, in Fragen der Sozialpolitik, auch denke ich mal, wenn es um Fragen des Arbeitsmarktes geht, zum Beispiel Themen wie Weiterbildung, glaube ich, gibt es Schnittmengen zwischen der SPD und der Linkspartei. Das ist, glaube ich, ganz klar.
Wir haben aber auch Bereiche, wo wir wahrscheinlich auseinanderliegen. Wenn Sie in der Bundespolitik nachschauen, haben Sie ganz oft die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, die ein Problem sind, gerade mit der Linkspartei. So ein Thema haben Sie auf landespolitischer Ebene natürlich nicht. Aber deswegen, ich sehe natürlich Schnittpunkte mit der Linkspartei. Die Linke hat uns zum Beispiel auch bei unserem Vorstoß unterstützt, die gebührenfreie Kita in Baden-Württemberg durchzusetzen. Also deswegen glaube ich schon, dass wir Schnittmengen hätten. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht. Das ist weit weg, auch was die Umfragen angeht. In Baden-Württemberg sehe ich eher ein Bündnis, das zwischen SPD und Grünen oder Grünen und SPD eine Mehrheit haben kann, als realistisch. Wenn Sie sich mal die Stuttgarter OB-Wahl anschauen und dort die Stimmanteile zusammenrechnen, sage ich Ihnen, dann ist der Herr Nopper deswegen OB geworden, weil sich die anderen nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen konnten, die ich eher dem Mitte-Links-Lager zurechne. Und deswegen glaube ich, sollte auch diese Mehrheit, die in Baden-Württemberg aus meiner Sicht vorhanden ist, die nächste Regierung bilden. Ich hätte noch zwei Fragen. Sie können sich aussuchen, Herr Stoch, welche Sie lieber beantworten, nämlich die zu Ihrem Narrativ handlungsfähiger Staat als Kernkompetenz der SPD oder eben die Frage, die sich andeutet, wenn Herr Zitzelsberger von der IG Metall von vielen kleinen Detroits redet, die in Baden-Württemberg entstehen könnten, angesichts der Krise der Automobilindustrie und natürlich dem kleinen Hinweis, dass Sie während der Wirtschaftskrise eine PKW-Kaufprämie auch für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor angeblich gefordert haben, im Gegensatz zur Bundesspitze der SPD. Ich verbinde beide Fragen zu einer Antwort, wenn Sie gestatten. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, und das zeigt uns ja auch der Vergleich mit anderen Ländern in Europa und weltweit, dass wir mit einem handlungsfähigen, funktionsfähigen Gemeinwesen, gerade auch was unser Gesundheitssystem angeht, besser durch die Krise gekommen sind, als es andere getan haben. So. Also der Streit zwischen Daseinsfürsorge, was ist Aufgabe des Staates und was ist, ich sage jetzt mal, Aufgabe des Marktes, wenn Sie so wollen, das Gefüge in der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, da geht es darum, diese Balance zu halten. Und Baden-Württemberg und auch Deutschland insgesamt profitiert doch von diesem handlungsfähigen Staat. Ein funktionierendes Gesundheitswesen, eine funktionierende Pflege, das sind Dinge, die den Menschen Sicherheit geben. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir dort als Staat, übrigens auch bei so einem Thema wie Wohnen, dass wir dort als Staat unsere Verantwortung wahrnehmen. Der Markt allein sorgt eben nicht dafür, dass alle Menschen bezahlbaren Wohnraum haben. Das ist so ein Beispiel für mich, wo ich sage, wir brauchen da eine Balance, wo auch der Staat als, ich sage mal, Ausdruck des Gemeinwohls politisch eingreift in diese Prozesse. Und wenn es um die Wirtschaftspolitik geht, sage ich Ihnen, mir als Sozialdemokrat in Baden-Württemberg ist es zu wenig, wenn sich eine Regierung, so wie die letzten Jahre Grüne und CDU, nur auf der Zuschauerbank sieht. Wir brauchen, wenn wir dieses Land Baden-Württemberg erfolgreich in die Zukunft bringen wollen, Thema Arbeitsplätze, wir brauchen eine gestaltende Industriepolitik. Und wenn ich mit Chefs von zum Beispiel Automobilfirmen rede, den großen, aber auch den kleinen Zulieferern, dann sagen die, Herr Stoch, wir kriegen das als Wirtschaft allein nicht hin. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen eine gemeinsame Übereinkunft zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, wie wir diesen Wandel schaffen. Und dieser Wandel, der hängt auch davon ab, dass im Moment eben 470.000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg am Automobil hängen. Und dann reicht es nicht zu sagen, die Wirtschaft wird es schon irgendwie hinkriegen. Da reicht es auch nicht, nur über den technologischen Wandel zu reden. Da brauchen wir einen Blick auf die Menschen, die in dem Bereich ihr Geld verdienen. Und dann sind wir bei so einem Thema wie Weiterbildung, Weiterqualifizierung. Ja. Die Unternehmen allein schaffen das nicht. Das braucht eine ordentliche Organisation und da muss der Staat das auch als seine Aufgabe sehen. Aus meiner Sicht kommen wir nicht um den handlungsfähigen Staat herum, um auch eine, ich sage es mal, aktive und gute Wirtschaftspolitik zu betreiben, die die Arbeitsplätze der Zukunft sichert. Ich möchte, dass die Autos und Maschinen der Zukunft eben auch in Baden-Württemberg gebaut werden. Das hat sehr ähnlich Herr Kretschmann alles auch gesagt, auch mit Blick auf die Automobilwirtschaft. Wo ist da der Unterschied zur SPD? Wo ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Der Herr Kretschmann zählt sich ja innerhalb der Grünen zu den sogenannten Ökolibertären. Das sind also die, die eigentlich schon denken, dass es der Markt besser kann. Und ich sage Ihnen, es reicht nicht nur Ökonomie und Ökologie zu verbinden, das ist ja immer das Credo der Grünen. Wenn Sie die soziale Dimension des Wandels ausblenden, geht es schief. Und ich glaube, Herr Kretschmann hat ganz oft in seinen Reden zwar von dem Wandel geredet, er weiß aber den Begriff Gewerkschaften nicht, Betriebsräte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen in seiner Perspektive auch nie vor. Und deswegen glaube ich, reicht es nicht, einen Strategiedialog mit den Bossen der Automobilindustrie zu machen. Wir brauchen alle Beteiligten am Tisch, vor allem die Beschäftigten, und wir brauchen dann verbindliche Umstiegspläne.
Ja, vielen Dank, Herr Stoch. Die Zeit vergeht wie immer im Fluge. Das ist traurig, aber leider. Ja, aber wenigstens haben die Leserinnen und Leser der Badischen Zeitung und natürlich die anderen Interessierten, die auf dem YouTube-Kanal der Landeszentrale sich das Ganze nochmal angucken wollen, die Möglichkeit, die 30 Minuten anzuhören und nochmal genauer ihre Antworten abzuwägen. Wir wünschen Ihnen für jetzt den beginnenden Wahlkampf viel Kraft, Durchhaltevermögen und natürlich auch Überzeugungsvermögen. Und sind gespannt, wie die Wählerinnen und Wähler am 14. März sich entscheiden werden. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir machen in einer Viertelstunde weiter mit Dr. Röhlke von der FDP. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schönen Tag, alles Gute. Tschüss. Ciao.